Reich sind die, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Ja, hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Wenn man viel hat, aber nicht zufrieden ist mit dem, was man hat, wenn man nach immer mehr begehrt, mehr Geld, mehr dies, mehr Ansehen, mehr Macht, mehr Ruhm, mehr Reichtum, dann wird man nicht zufrieden. Und dann, wenn man den Reichtum nicht erkennt, den man hat, nützt er nichts. Sondern erst wenn man weiß, zu schätzen weiß, was man hat, dann erkennt man, dass man im Grunde reich ist. Aber nicht an materiellen Dingen, sondern ganz andere Dinge machen reich. Man kann auch so viel Geld haben, wenn man die Natur nicht schätzt, andere Menschen nicht schätzt, dann ist man ja eine arme Sau, ein armer Hund, weil man nicht erkennt, dass es im Leben anderen Reichtum gibt, der viel mehr wert ist als alles Geld der Welt. Sicher brauchen wir in den modernen Ländern Geld zum Leben, natürlich, aber es wird immer überstrapaziert. Und man kann sich natürlich um Geld und Reichtum und so kümmern, doch wenn man sich zu sehr darin verstrickt, macht es nicht glücklich. Reich sind die, die wissen, was sie haben. Und wenn sie nur ganz wenig haben, aber das Wissen, hey, das gibt mir Gott, das gibt mir das Leben. Und vielleicht erkennt man auch, dass die meisten Menschen das bekommen, was sie brauchen. Und dann ist man reich. Und das Reich sein hat nichts zu tun mit den Nullen auf, oder Stellen auf dem Konto, sondern je mehr man Mensch wird, je menschlicher man wird, je mehr man sich an die Natur, an das Göttliche, an was auch immer anbindet, desto mehr erkennt man, man ist ein Teil dieser ganzen Schöpfung und jeder Teil dieser Schöpfung ist wichtig. Und das ist meiner Meinung nach wahrer Reichtum. Wenn man erkennt, dass man ein göttliches Wesen ist, ein göttliches Geschöpf. Und wenn man das erkannt hat, kann man auch danach handeln. Und dann wird die Welt vielleicht besser, wer weiß. Und die Gier weniger. Ganz auslöschen kann man die Gier nie, ist so ein tierischer Trieb, wo dem Menschen oft nicht bewusst ist, nach was er alles giert, was er alles begehrt. Und diese ständige Gier nach den Dingen, nach Geld, nach Sex, nach Highlife, nach Essen, nach Arbeit, nach dies, nach das, befriedigt keinen Menschen auf Dauer. Kurzfristig ja, man hat einen Lottogewinn, 1 Million, aber wie schaut es ein paar Jahre später aus? Dann hat man das Schätzen dieses Geldes wieder verlernt. Oder man verstrickt sich in das Geld und vergisst das Menschsein. Oder wie es bei einigen ist, die sind dann nachher ärmer wie vorher, weil sie zu viel Geld ausgeben oder eben nicht wissen, was man damit überhaupt macht. So gilt auch oft das Motto, weniger ist mehr, beziehungsweise nicht immer nach mehr streben, sondern nach dem, was man hat, mal Ausschau halten. Hey, ich kann schon laufen, ich kann schreiben, ich kann denken, ich kann fühlen, ich kann eine Blume anschauen, ich kann ein Tier streicheln. Aber das wird oft so als selbstverständlich dargelegt. Ja, das kann ich halt, boah, ich kann rechnen oder ich kann halt gute Bowling spielen. Und das ist auch Reichtum eben, die Fähigkeiten, die man hat. Aber oft werden diese Fähigkeiten eben so gering geschätzt.
Allein schon, dass man in der Regel gehen kann, dass man gucken kann mit den Augen, das ist Reichtum. Und ich habe viele Patienten, die können nicht mehr sehen oder haben einen erhöhten Augeninnendruck, Makuladegeneration und haben Angst, dass sie irgendwann nichts mehr sehen. So sieht man wieder, in der Not erkennt man den Reichtum, die Freunde auch. Und wenn man immer alles hat oder zu viel hat, weiß man es als Mensch leider, man lernt es ja auch nirgendwo, nicht mehr zu schätzen. Und auch in der Bibel steht, reich sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, selig, reich sind die Armen. Glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber vielleicht nicht das finanziell Arme, sondern das geistig Arme. Arm an Sorgen, arm an Problemen, die man zu denken hat. Arm an ständigen Gedankenwellen, die im Kopf rumsausen. Denn die sind alle in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber eben nicht im Hier und Jetzt. Und so kann man nie erkennen, was man eigentlich hat, weil die Gedanken immer fernab der Gegenwart sind. Und so gibt es eben viele dieser Gleichnisse. Und die muss man irgendwie auch mal nicht materiell verstehen. Denn wir deuten alles ja mit dem Denken, alles, was in den Schriften steht, in der Bibel, in der Bhagavad Gita, im Mahabharata, im Ramayana. Alles wird oft intellektuell interpretiert. Aber das ist oft nicht die wahre Bedeutung, die dahinter steckt. Und so ist man wieder irgendwo in einem Gedankenkonstrukt und nicht im Hier und Jetzt? Ja, zu wissen, was man hat, das macht reich. Was man schon kann, was man gelernt hat. Und wenn man dann es noch schaffen würde, wenig zu denken, dann erkennt man überhaupt erst mal, was alles da ist. Man kann sich natürlich aufschreiben, ich kann gehen, ich kann rechnen, ich kann dies, ich kann das, das ist schon gewaltig. Doch wenn man weniger denkt, im Hier und Jetzt ist, so gut man kann, dann sieht man den wahren Reichtum der Natur, des Göttlichen, des Menschlichen überhaupt, dass wir überhaupt funktionieren, das ist schon ein Gewinn. Doch der Mensch oft strebt eben nach mehr, 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 weil innen drin eine Leere ist. Weil man so viele Dinge gelernt hat, gerne negative Dinge, die einen Mangel erzeugt haben. Grundlegend ist es der Mangel der Anbindung an das Göttliche, wo man verliert zu erkennen, worum es im Leben wirklich geht. So ist auch der reich, der seinen Weg gefunden hat, der das macht, was ihm Freude bringt, was in seiner Natur liegt. Reich ist der, der nicht davonläuft vor seinen Problemen. Reich ist der, der stehen bleibt und sieht, hey, das ist das Leben. Und das sind Gewinne, auch aus Problemen lernen, das sind riesige Gewinne. Und die brauchen wir leider, die Probleme, dass wir lernen. Denn wir können nicht immer alles positiv haben. Das Negative gehört dazu. Es ist ein Motivator, dass man lernt. Und so eben auch diese Gier, das Streben nach mehr, 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 höher, schneller, weiter, führt bei einigen irgendwann dazu, dass sie erkennen, ja, ich renne immer hinterher, aber ich bin immer noch hungrig. Ich kann jeden Tag essen, so viel ich will. Aber der Hunger in meinem Geist hört nicht auf. Man ist verkümmert oft, man ist arm und braucht immer wieder einen Nachschlag in den Sieb. Doch das Essen, die Flüssigkeit, das rinnt immer wieder durch den Sieb hindurch. Und reich ist der,
der den Sieb mal zumacht, der die inneren Löcher stopft des Lebens und nicht versucht, immer mehr da rein zu tun, was eh wieder durchfällt, sondern reich ist der, der erkennt, hey, da sind laute Löcher in meinem Sieb, in meinem Körper, in meinem Geist, die muss ich mal stopfen. Sonst bringt es nichts. So gibt es also verschiedene Formen von Reichtümern, aber dieser Reichtum hat nichts zu tun mit materiellen Dingen, sondern nur mit dem Menschsein. Weniger ist mehr, wer weniger im Außen, mehr im Inneren, dann erkennt man, wer man ist. Und das ist wohl das Höchste, was man erreichen kann, der höchste Reichtum, wenn man sich eben selbst erkennt und erkennt, dass man, so sagen es viele, ein göttliches Wesen ist. Nun, danke fürs Zuhören. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal oder schaut in mein Padmasana-Magazin, mittlerweile 12 Ausgaben, hier die 11. Und teilt gerne auch die Videos, wenn sie euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.